Ich bin ja kurz vor Umbau und ich hole mir ja ganz viele Impressionen momentan. Und deswegen möchte ich das jetzt gucken, weil da schon wieder Dinge dran sind, die ich sehr interessant finde. Wobei man sagen muss, das ist von 2021, also schon eine Weile her. Was mich halt dabei abgeholt hat, ist das hier oben schon wieder. Irgendwas ist da oben drauf, was ich muss wissen, was das ist. Letztes Jahr, da habe ich ja meinen eigenen DIY-Alu-Rig aufgebaut und das war auch das erste Video vom Kanal. Lange Zeit das absolut erfolgreichste. Aber seitdem hat sich einiges geändert auf meinem Rig und das möchte ich euch heute zeigen. Los. Servus und super, dass du Hi. dabei bist bei einer neuen Folge im 42sim Studio. Mein Name ist Lukas Niederscheider und ich bringe dir regelmäßig DIY-Projekte und Tipps. Warte mal, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Lukas Niederscheider. Niederscheid. Der kommt ja euch auch so bekannt vor. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Tricks zum Thema Sim-Racing. Sich ein eigenes Alu-Rig aufzubauen, ist das, was ich wirklich nur empfehlen kann. Im Endeffekt ist man viel günstiger dran und trotzdem ist es super stabil. Es ist relativ simpel, das ganze Thema. Es sind einfach nur Aluprofile, die aneinander geschraubt werden. Und so haben mir das sehr viele gleich getan. Im letzten Jahr habt ihr das mitgekriegt, habe auch viel Feedback von euch bekommen und bin deswegen extrem froh, dass ich das so vielen weiterhelfen konnte. Aber mit der Zeit verändern sich natürlich ein paar Ansprüche und auch bei meinem Rig hat sich deswegen viel verändert. Ich habe natürlich auch viele Gadgets mittlerweile auf meinem Rig drauf. Es stand oft die Frage im Raum, wie ich mein Kabelmanagement mache und lauter so Dinge, die ich jetzt vielleicht damals in dem ersten Video nicht gemacht habe, auch nicht in der Qualität. Das ist jetzt doch schon ein sehr altes Video in meinen Augen und dementsprechend möchte ich euch heute jetzt nochmal. Leg dich, nee, nein, nicht Tastatur. Leg dich hin, bitte. Bitte leg dich hin. Ich kraul dich auch, aber hier ist genug Platz zwischen meinen Armen. Nein, nicht auf die Tastatur. Ja, hier ist gut, hier. Kopfnuss. Und jetzt hinlegen. Hinlegen. Platz. Fuß. Roll dich rum. Einmal auf Tauchstation. Ja. Ja, so schön. Das machen wir so. Danke. Thema hier hinter mir zeigen, wie das Ding jetzt aufgebaut ist, was sie verwendet und dann habt ihr vielleicht auch nochmal einen besseren Überblick, wie man das Ganze aufbauen kann, dass es wirklich super easy machbar ist und gerade jetzt dann für das Jahr 2021 wieder gute Grundlage bietet. Eins muss man noch dazu sagen, mein Simrig ist natürlich so eine ständige Baustelle, es kommen immer neue Sachen dazu, wieder alte Dinger weg, also da ist natürlich auch immer so der Punkt, es ist in einer Woche nicht mehr so, wie es heute war, aber die Grunddinge, die bleiben natürlich die gleichen. Oh, da hätte ich gar keinen Bock drauf, jede Woche umzubauen. Das Grundgerüst ist eigentlich immer noch dasselbe, also genau das, was ihr auch downloaden könnt auf meiner Homepage. Ich habe allerdings mittlerweile. Oh, Mizi, jetzt lass mich doch bitte von dem netten Herrn hier das Video gucken. Schaffst du das? Der Tisch ist 3 Meter breit. Was machen wir denn nachher, wenn der Tisch kleiner ist? Im neuen Büro. Was machen wir denn? Dann haben wir ein großes Problem. Muss ich dir dann irgendwo eine Katzenecke machen und du legst dich da trotzdem nicht hin? Ich hole mir bald wirklich so ein Tastatur. Jetzt legst du dich auf den Arm. Ernsthaft? Was denn? Was ist denn los? Den Monitor integriert, also den Monitorstand integriert in den Simrig, damit es kompakter dasteht und links und rechts so zwei Schwingen angebracht, um einfach Equipment wie Buttonboxen, Flaglights oder solche Dinge anbringen zu können. Die krasseste Veränderung eigentlich so in erster Linie war dann aber das Thema Folieren. Der ganze Simrig ist ja in Grau foliert, was natürlich wesentlich cooler ausschaut. Das ist dunkelgrau, das ist sogar dunkelgrau Metallic, die Folie. Und dann habe ich auch noch Blau und Gelb in diese. Ei, Karamba. Das habe ich ja auch noch nie gesehen, dass jemand sein Simrig foliert. Uff. Okay, das ist richtig krass. Nude hineingelegt, das war ziemlich aufwendig, aber schaut extrem cool aus. So ein Video gibt es natürlich schon länger dazu. Was gleich geblieben ist, ist der Monitor. Ich habe immer noch diesen 49 Zoll Monitor von Samsung, also 144 Hz, Full HD, Ultra-Wide-Format. Bin super happy damit, ist auf jeden Fall eine super Entscheidung gewesen, vor allem weil dieses HD mein alter PC noch extrem gut abgekonnt hat, also der hat damit noch gut umgehen können. Wenn das jetzt quasi schon DQHD gewesen wäre, dann also 1440 Pixel, dann hätte es der PC kaum noch gut geschafft. Von daher macht der HD-Bildschirm da wirklich Sinn. Hier oben noch der zusätzliche Monitor, der einfach dazu da ist für Zeiten, zum Beispiel während im Rennen oder auch mal zwischendrin einfach ein bisschen Webbrowsen zwischen den Sessions. Aber was ich doch irgendwann mal machen will, ist auf Triples aufrüsten, weil es natürlich dann schon nochmal geiler ist mit der Immersion. Habe jetzt dann hier nicht den Platz und dementsprechend lassen wir einfach nur ein bisschen Zeit. Der gute Sitz hier, ja, bin ich oft gefragt worden, was das für ein Sitz. Das knarrt aber ordentlich, Junge. Das wird mir ja richtig auf den Keks gehen.
Oi. Das ist ein alter OMB-Sitz. Die genaue Spezifikation weiß ich allerdings nicht von dem Ding. Haben mich jetzt viele danach gefragt. Im Endeffekt ist ein alter Sitz, ist auch schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ja, ein normaler Sportsitz soll es aber eigentlich tun. Dann habe ich immer noch meine T300 Wheelbox. Also die Wheelbox von dem T300 Alcantara Edition. Hat ja zwischenzeitlich einen eigenen Lenkrad, so einen GT-Lenkradaufsatz für die Buttonbox von dem Lenkrad gemacht. Und mittlerweile habe ich aber eine eigene Buttonbox gebaut, wiederum mit den eigenen DIY-Shifter-Pedals. Und habe dafür den Lenkradkranz von dem T300 genommen. Aber die Wheelbase an sich ist super gut. Ich bin extrem happy nach wie vor mit der. Auf jeden Fall wird es irgendwann mal ein Direct Drive werden. Aber ja gut, aber 2021, da gab es ja noch nicht viel Auswahl, oder? Also, was hat man 2021 gehabt? Simucube, Fanatec, Thrustmaster, Logitech? Ja, mehr gab es doch gar nicht. Aber grundsätzlich, die Wheelbase ist jetzt nicht das, wo die größte Performance herkommt, sondern die Bremse. Und das sieht man hier unten jetzt schon so ein bisschen. Und zwar ist es eine DIY-Low-Cell-Bremse mit Edelstahl. Also wirklich, ja, nach Vorbild von Heusingfeld, das ist wirklich ein super Gerät. Auch Low-Cell in Gas und Kupplung, eine kleinere. Aber die auf der Bremse, das ist extrem geil. Also das macht mir wirklich schneller, viel angenehmeres Bremsgefühl. Vor allem bei Autos ohne ABS lässt sich das viel besser dosieren. Also das macht einen riesen Unterschied. Und nachdem es ja DIY ist, möchte ich euch das natürlich auch zeigen. Es ist noch ein bisschen... gibt noch ein paar Sachen, die man ein bisschen anpassen muss. Ist so geil, wenn du in die Vergangenheit reist. Also was 2 Jahre mittlerweile wirklich ausmachen, wenn du dir das jetzt mal im Vergleich zu heute anguckst, was die meisten, die Videos dazu machen, für Rigs haben. Aber dann werde ich euch das Ding definitiv vorstellen, weil das sollte man, früher oder später, sollte man sich sowas echt gönnen. Mittlerweile hat das Rig allerdings noch ein Highlight, man sieht es jetzt gar nicht, und zwar einen neuen Gaming-PC. Grundsätzlich ist es extrem schwierig mit den ganzen Komponenten, es war wirklich keine einfache Entscheidung, aber es nützt nichts, ich will ja euch ja endlich die Streams bereitstellen, ihr habt ja vielleicht das Stream Deck schon gesehen, ich habe jetzt auch schon ein-, zweimal versucht zu streamen, beim zweiten Mal war das dann schon extrem schwierig bei den 12 Stunden von Bathurst und dementsprechend jetzt das Setup wirklich da, jetzt dauert es dann wirklich nicht mehr lang, werde euch dann aber auch darüber unterrichten. Aber als ich noch meinen alten PC gehabt habe, hat das auch super funktioniert. Also gerade nur für das Racing an sich, das war eine 1060 Grafikkarte oder ist nach wie vor eine 1060 Grafikkarte und hat super gut funktioniert. Für den HD-Bildschirm bin da bei iRacing so immer so zwischen 80 und 100 FPS unterwegs gewesen, habe natürlich die Details schon ein bisschen runterdrehen müssen. Das, meine Damen und Herren, ist ein sehr cooler Dude, weil der wirklich scheinbar mit nix irgendwas macht. Weil mit einer wer kommt mit einer 1060 um die Ecke? Finde ich richtig gut. Also finde ich total sympathisch. Weil die meisten Leute kommen mit 4090 um die Ecke, 3080, 1080 und gib ihm. Aber hier hast du halt einfach mal für einen Ultrawide eine 1060. Was halt total schön ist, weil das spricht ein sehr, sehr großes Publikum an. Denn nicht jeder hat die Penunze oder die Kreditkarte für die anderen Sachen. Das ist richtig geil. Aber grundsätzlich ist es meiner Meinung nach eh nicht das Wichtigste beim Simracing, sondern da sollte man die FPS raufkriegen, dass man halt da wirklich schnell ist. Und natürlich jetzt der PC, der packt die 144 FPS, die ja der Monitor leisten kann, die packt er wirklich ohne Probleme in iRacing. Für das Kabelmanagement wollte ich euch auch noch zeigen, habe ich so kleine Kabelklemmen gedruckt, das ist ganz praktisch, die kommen ein, drehen in die Nut und dann kann man da ganz einfach Kabel einfach reindrücken und die dementsprechend schön sortieren. Und was man natürlich auch braucht, vor allem bei den ganzen DIY-Projekten, sind USB-Hubs. Ihr habt da zeitweise bis zu 4 USB-Hubs gleichzeitig angesteckt gehabt noch am PC und die kann man sogar ineinander stecken, also es war nie ein Problem und dann hat man da genug Ports für USB etc. Vielleicht. Ich würde nie, also das würde ich, da würde ich euch abraten, die ineinander zu stecken, zu Daisy-Chain. Auch die VR-Brille, wenn man das möchte. Also da ist dann auf jeden Fall genug Steckfläche vorhanden. Sonst habe ich ja noch diese kleine Füße hier am Simulator, damit er schön auf den Füßen steht. Und die lasse ich dann halt einfach auch leichter verschieben, das ganze Ding. Das ist im Endeffekt, das ist ein Aluwinkel, der gelasert ist und dann einfach so ein Möbelfuß und Gelenkfuß durchgesteckt, also echt nichts Großartiges. Unten dran geschafft, das Ding ist 5 mm dick aus Alu. Also da, das kann man ganz einfacher vielleicht selber machen, sich aus was rausschneiden oder was halt da gerade reinpasst. Kleiner Ausblick nur zu den ganzen DIY-Themen. Maja, mach da irgendwas bitte. Das stört dich das nicht? Dass das knarzt? Oh, da würde ich ja wahnsinnig werden. Auf jeden Fall dann mal bald ein Dashboard kommen. Und auch eine große Buttonbox, wo ich dann auch das Stream Deck integrieren möchte. Das, glaube ich, ist auch eine ganz coole Geschichte. Und was ich dann natürlich euch zeigen will, ist dann eben meine DIY-Loadcell-Bremse. Und
ja, One Day dann vielleicht doch nochmal ein richtig cooles Lenkrad. Also Ideen gibt es auf jeden Fall viele. Ich will aber jetzt wirklich da nicht mich stressen mit der Umsetzung, damit es wirklich saubere Dinge werden. Die Flaglet, beziehungsweise die Smart Flag, so werde ich die nennen, habt ihr jetzt dann schon gesehen. Die kommt bald, beziehungsweise zeige ich da euch dann bald das Video dazu. Die funktioniert einwandfrei. Ist jetzt dann so, dass ich es schon getestet habe. Jetzt weiß ich, okay, das funktioniert gut so. Und in der Weißt du, also was halt super witzig ist, dadurch, dass wir so weit in die Vergangenheit zurück sind und das ist in Sim Racing wirklich sehr, sehr weit zurück, sind das gerade Dinge, von denen erzählt, also die baut er ja scheinbar selber, die total geil sind, die heute, also ich würde mal sagen, im Durchschnitt, beim Durchschnitts-Sim-Racer schon fast alle zum guten Ton gehören, weil es davon mittlerweile so viele Anbieter gibt, die Fertiglösung dafür haben, dass man sich die relativ in Anführungsstrichen günstig kaufen kann. In der Vergangenheit war es oft so, dass ich das Video rausgebracht habe, dann war die Datei aber noch gar nicht erhältlich auf der Homepage und jetzt soll es eben genau umgekehrt sein. Das Ding soll fix fertig verfügbar sein, das soll getestet sein und dann kommt auch das Video. Auf jeden Fall war es das soweit von meinem DIY-Rig und das ist wirklich wortwörtlich zu nehmen, weil ja hier fast alles DIY ist von den ganzen Komponenten, natürlich die Monitore und so nicht, aber alles bis auf die Wheelbase ist eigentlich schon aus eigener Hand und das ist echt eine coole Geschichte. Ich kann es nur jedem empfehlen, nicht nur weil es günstiger ist, sondern weil es auch wirklich Spaß macht, weil man sich da ein bisschen ja kreativ ausleben kann und mit dieser Software Sim hat man auch wirklich sehr viele Möglichkeiten, coole Dinge umzusetzen. Lass auf jeden Fall gerne ein Like da und schreib mal in die Kommentare, wie dein Simrig im Moment ausschaut. Ja, gerne Spezifikationen. Katastrophe. Das, ja, doch, Katastrophe kann man es nennen, ja. Ja, Katastrophe. Auch von deinem PC zum Beispiel, das interessiert natürlich die Community immer extrem. Und weil ich gerade bei Community bin, falls du noch nicht dabei bist, komm gerne in unseren Discord-Kanal. Da sind immer ein Haufen motivierte Simracer, DIYler. Also da wird viel Austausch betrieben und freue mich natürlich, wenn wir da auch gemeinsam wachsen können. Also schau vorbei, Link in der Videobeschreibung. Dann noch viel Spaß beim Simracing, viel Erfolg beim Umsetzen der DIY-Projekte. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bleib gesund. Mach's gut, bis bald. Ciao Lukas, danke schön fürs Vorstellen. 2023, musst du mir überlegen. Das war 2021, was heute, also was wirklich bis heute alles passiert ist. Uff.